schwerer als gedacht. Ha! Auf jetzt! Komm! Geh raus! Ah! Jawohl! Sehr gut! Der war das erste Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich das getroffen habe. So, mal wieder hier im alten Fitnessstudio. Das hat lang mal wieder ein bisschen schwerer Kreuzheben gemacht. Das sind jetzt 20, 15, 20, 15, 15, 25. Plus Stange 2,40. Und die gingen eigentlich ganz gut hoch, muss ich sagen. Da bin ich sehr optimistisch. Sehr optimistisch für die EM. Mal schauen, was da so läuft. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Ja, damit man die andere Seite nicht nur auch noch machen muss. Stange nehmen. Zack. Schon hat man es abgeräumt. Oh. Oh, läuft! Erster Satz mit 150. Mal schauen, was läuft. Bah. Easy. Easy. Appa. Zum. Bah. Für Gewichtheber reicht es auf jeden Fall noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Also Stange war halt einfach hier einen halben Meter vom Körper weg. Das ist natürlich nicht so optimal. Also eigentlich, ja, so Max Lang hier, wenn du es hörst, wir können gerne mal ein Video machen. Schreib den am besten mal hier unten in die Kommentare. Komm, verlinkt ihn. Wir müssen mal ein Video machen, Bro. Soweit ich weiß, muss es halt schön eng am Körper hochgezogen werden. Bei mir war ja jetzt hier, ich habe das Ding ja fast in die Luft geschmissen, die 90 Kilo. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen Technik dran arbeiten. Wäre cool, wenn mir da jemand auch ein bisschen helfen würde. Max, ich brauche deine Hilfe. Overhead Squats, 90 Kilo. Mal schauen. Noch nie gemacht vorher so viel. Schauen wir mal, was läuft. By the way, hier. Richtig harte Bandagen. Check's mal ab. Shirts. Link ist in der Beschreibung. So, letzter Aufwärmsatz, 160 Kilo. Easy. Let me call my bros and sisters. Let me
190. Dritter Satz. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich mein Bein hier abfällt. Das hier ist das Flossband. Gibt es auch bei Athletic Aesthetics. Ganz einfach dafür, weil meine Adduktoren ein bisschen rummucksen. Wegen Sumo-Kreuzheben. Und dadurch wird es einfach ein bisschen entlastet. Es ist wie so eine Art Bandage. Checkt es auf jeden Fall mal ab, falls ihr da auch ein bisschen Probleme habt. Auch eine Leistengegend. Dafür auf jeden Fall. Hier steht es auch nochmal. Athletics. Dafür ist es auf jeden Fall eine gute Sache, ja. Also falls da jemand hier eine Leiste manchmal ein bisschen Schmerzen hat, eigentlich nimmt man das zum Aufwärmen. Ich nehme es aber jetzt in der Vorbereitung auch gerne bei den Arbeitssätzen manchmal, wenn es ein bisschen zwickt. Aber ja, Lukas, Samstag, Behandlung. Bin froh, Kamera ist leer. Nächste Woche ist der Defibo. Ich bin auch am Start auf dem Athletic Aesthetics Stand. Werden richtig geile Sachen geplant sein für euch, Seminare. Wir werden euch Kniebeuge zeigen, Kreuzheben, Bankdrücken. Ihr könnt eure Technik abchecken lassen. Wir machen auch so ein paar coole Wettkämpfe, ein paar Challenges. Wird auf jeden Fall sehr geil. Aktionen, Rabatt, dies, das, kostenlos. Hoodies, Shirts, whatever, kommt vorbei. Wer ist noch am Start bei uns? Flo Tyson, hier Florian. Pascal Sapp Bodybuilding. Ich verlinke mal hier irgendwo die ganzen Kanäle von denen oder in der Beschreibung. Irgendwo in der Beschreibung. Julia Kunzner, Maxi Knopf, sorry Bro, falls ich deinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Dann Lift You Up ist auch am Start. Der Friedrich Henning von Me versus Gravity. Mr. Deadlift auch am Stissel. Ewald am Stissel. Alle am Stissel. Wir werden die FIBO rocken. Ich hoffe, ihr kommt alle zahlreich vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, ja? Bis zur FIBO in Köln. Wo wir genau sind, werde ich irgendwie noch einblenden. Halle 10.2, glaube ich. Stand. I don't know. Ihr werdet es sehen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommentieren, liken, subscribe, wenn nicht schon getan. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.